Hallo und jetzt kommen meine lieben Freunde zu FIFA 20 Trainerkarriere mit den FC Bayern bzw. jetzt mittlerweile auch Brasilien. Ja, heute geht es gegen, ja, heute sind ist Dings dran. Ja, ich komme nicht drauf. Warte, wie heißt das? FIFA World Cup Qualifikation. Und momentan sind wir dabei. Wir kämpfen uns noch vor gegen Argentinien. Und ja, es geht gegen Peru und gegen Ecuador. Und dann geht es auch schon gegen Dortmund. Das gegen Dortmund werden wir nächste Folge machen. Und dann kommt auch schon Liverpool, also richtig harte Aufgaben. Das heißt, hier müssen wir dann wieder rotieren für Liverpool. Wir müssen hier und hier mit Stammel spielen. Ihr weiß nicht, wie gerade wo die gerade stehen. Also hier weiß ich nicht. Müssen wir gucken. Also der Monat wird auf jeden Fall schwer außer Düsseldorf. Müssen wir einfach gucken. Ich gucke jetzt nochmal, was haben wir denn hier für die ist noch drauf. Vielleicht können wir ja hier mal ein paar löschen, aber ich habe ja letztens schon welche gelöscht. Ich weiß nicht, wir haben ja schon einen Umbruch hin. Ich würde gerne. Warte mal, wir gucken mal. Nein, ich rede ja, Bro. Bundesliga. Welcher Platz wir stehen? Okay, wir sind schon weit vorne. Das heißt, wir brauchen eigentlich keinen Umbruch machen. Wir werden trotzdem ein bisschen transferieren. Und da will ich mir in der nächsten und übernächsten Folge und so mal schon ein paar Namen aufschreiben, die ich mir auf jeden Fall holen werde. Da habe ich auch zum Beispiel einen Kamavinga, aber der ist relativ unwahrscheinlich. Müssen wir mal gucken. Ich denke mal, so ein 80-100 Millionen Transfer tätigen wir diese Saison nicht. Jetzt setzen wir uns mal ein Ziel, maximal 60 Millionen. Und ja, das würde ich so sagen, ist die Grenze. Und ja, weil wir sind eigentlich relativ gut drauf. Da brauchen wir das nicht. Diese FIFA World Cup werden wir natürlich simulieren, weil ich glaube nicht, dass wir gegen Peru und Ecuador spielen wollen. Und ja, ne? Ach so, das sind nur. Ah, okay, perfekt. Lol. Die ersten drei kommen ja auf jeden Fall weiter. Und viertens vielleicht auch. Und fünftens ist vielleicht, ne? Genau. Okay, ja. jetzt werden wir erstmal gegen Peru simulieren. Ja, ich weiß jetzt nicht, welche Aufstellung ich genommen habe, aber wir gewinnen trotzdem. Das ist gut, weil wir Chile ist auch gut. Die sind auch uns dicht auf den Fersen und Uruguay und Kolumbien, die sind auch ganz schlecht. Ja, also momentan sind wir nur noch Erster, weil wir die besseren Tore haben und bessere Tordifferenz und so. Das ist auch gut. Und jetzt gegen Ecuador. Die haben bestimmt verloren. Nee, die haben die gerade eben gewonnen. Nee, die haben Finale verloren. Okay. Dann werden wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen rotieren. Weil die sind ja noch nicht. Ja, wohl, wir müssen erstmal bis dahin simulieren. Weiter. Abschlussbericht. Was ist das? Mal gucken. West McKinney. 77er Wert. Naja. Ist jetzt nicht der beste. Aber ja, gut. Ja. Es gibt aber momentan auch nicht so viele. Ja. Ne. Das, ja. Ist egal. So. Jetzt geht es gegen Ecuador, sind alle fit. Okay, wir wechseln mal ein bisschen aus.
Fernandinho, ne? Der kommt mal für ein Fabinho. Arthur wird kommen für Ellen ist ja so. Dann können wir mal einen Willian spielen lassen. Dann Neymar bleibt erstmal drinne. Dann spielen wir mal ein Beretta. Kenne ich auch nicht so viel. Ich lasse einen Ederson ran. Telges kommt rein. Und ein Philippe Coutinho hätte ich auch gerne mit in der Start. Ja, komm. Weg mit nur der Neymar. Ich nehme ihn aber mit. Perfekt. So, und jetzt können wir dann das Spiel simulieren. Und ja, ne? Wer ist denn eigentlich? Oh boy, ja, moin. Ich habe moin. Aguero hat 12 Tore. Und wie viele Tore hat Argentinien insgesamt? 20. Ja, moin. Also 8 Tore haben jemand anders geschossen. Zweiter Platz ist Neymar. Okay. Sanchez, Zapata, Cavani. Ja, also alles, die man kennen sollte. So. Vor allen Dingen halt so ein Aguero Neymar. Sanchez vielleicht. Cavani, ja, auch die Ball auf jeden Fall. Roberto Firmino, ja, vielleicht. Ne, auf jeden Fall. Messi auf jeden Fall, das ist auch klar. Mich wundert, dass er nicht so weit vorne ist. Ja, ne. Das ist halt ein bisschen. Ja, mal gucken. So, jetzt geht's gegen Ecuador. Sollten wir gewinnen. 4-0. Easy. Willian, Jesus. Zweimal Ellen. Also Ellen macht eigentlich ein gutes Spiel, wie man es gerade gesehen hat. Und jetzt ist es auch schon wieder soweit. Jetzt geht es wieder an die Bundesliga ran. Lewandowski hat 20 Tore. Genau, aber gerade auch 13 Tore. Das ist eigentlich auch richtig gut. Kommt da noch jemand von uns? Ne, dann, dann ist Schluss. Da kommt Thiago mit ganz vielen Vorlagen. Also, wir sind noch gut mit dabei und also wir sollten eigentlich auch die Meisterschaft bald klar machen. Wir können mal gucken, wann ich die Meisterschaft klar machen kann, wenn ich jetzt alles gewinne, weil es sind ja 7 Punkte Rückstand. Wartet mal, also 7 Punkte, das sind 3 Spiele, dann hast du das schon eingeholt. Wenn ich jetzt 3 Spiele gewinne, beide gewinnen, dann ist der 30. Spieltag. Ich habe 77 Punkte. War das 77, 80. Dann habe ich 83 Punkte und Dortmund hat 70, 73, 76 Punkte. Jetzt sind es immer noch 7. Ja, also wenn das jetzt so bleibt, könnten wir am 31. oder 32. Spieltag alles klar machen und es ist alles weg. Dortmund, so. wir gucken uns jetzt nochmal unser Kader an. Coman, Lewandowski, Gnabry, Neuhaus, Thiago, Goretzka, Süle, Alaba, Hernandez, Gemisch, Neuer, also kennt man alles. Die Frage ist jetzt, wen werden wir behalten von den ausgeliehenen Spielern? Also damit gemeint ist Coutinho oder Perisic, weil die Kaufoption von Coutinho und FIFA 20 beträgt 100 Millionen. Ob wir die ziehen werden, ich habe ja gesagt, die Grenze ist 60 Millionen und Perisic Ausstiegsklausel beträgt 25 Millionen. Das könnten wir ziehen, Perisic, aber da würde auch bald Konkurrenz mit Zauner und Vogel bekommen. Also es ist ganz viel drinne. Ich glaube, ich werde auch wieder einen Neuhaus oder ja, ich werde eher einen Tolisso verkaufen, weil ich mit dem nicht so zufrieden bin oder ich mag ihn, aber ich bin mir da noch nicht sicher. Ich werde vielleicht mal hier irgendwo eine Infokarte verlinken und dann könnt ihr hier abstimmen. Was ich da machen soll. Wir gucken jetzt erstmal durch. Ein Boot, so geil. Okay, hier sind ja moin. Oh, Joseph Martinez. Ja, auf jeden Fall, da kann man halt, ne? Genau.
Pardon. Was ist da? Oh. Pardon. Was ist das denn? Hallo? Okay. Hier gibt's aber schon. Gava. Chinji Gava. Wer kennt ihn nicht? Leon Messi. Ja. Okay. Ja, wir haben jetzt eigentlich alle durch. Wer ist hier? Kajovic, ja. Kennt ihr noch? Okay, vier Sprechen sind 200. Super, Leon und Carmelo. Okay, gut. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, ich weiß jetzt nicht, wie lang das Video ging. Wir haben 200 Millionen. Wir können tief in die Krasche greifen. Genau, Tasche greifen. Wir haben auch noch richtig gute Jugendspieler, die man auch holen hoch kann. Und mal gucken, was so dann in der nächsten Folge mit den Transfers passiert. Wir wollen uns nämlich schon beschäftigen mit den Transfers, was wir Transfers tätigen, welche Jugendspieler verleihen wir. Das in der nächsten Folge. Und übernächste Folge dann das Spiel gegen Dortmund. Freut euch drauf. Und dann, ja, ne? Jetzt würde ich erstmal sagen, das war's mit dem Video. Oder? Ich könnte noch mal ein bisschen was gucken. Okay, wir haben auch ganz. Okay, nee. Eigentlich ist nichts mehr spannend oben zumindest. Hier könnte es noch ein bisschen spannend werden. Ich würde ja Union Berlin gönnen, dass sie oben mit spielen. Also nicht oben mit spielen, aber sich halten. Nicht wieder absteigen. Aber jetzt auch nächstes Spieltag, wenn ich jetzt gegen Dortmund verliere. Dann wäre Dortmund schon auf mit den Punkten auf 70. Da haben nur noch 4 Punkte. Das ist richtig schwierig. Und wenn wir dann mal gucken, ja, was wir im Kalender. Dortmund. Düsseldorf geht. Leverkusen, Gladbach. Bremen, Freiburg und Wolfsburg. Das sind noch ganz harte Knaller. Vor allen Dingen Wolfsburg, Leverkusen, Gladbach wahrscheinlich. Ja. Oder? Ja, klar. Ja. Und Freiburg, wo sind die? Die können uns eigentlich nichts. Genauso wie Düsseldorf. Dann noch irgendwer war es noch, glaube ich noch. Aber grundsätzlich, wenn wir ein oder zwei Unentschieden das spielen, dann sind wir eigentlich schon wieder. Das wird eigentlich schon wieder spannend. Also. Das wird auf jeden Fall spannend. Mal gucken, wie lange jetzt das Video ging. Ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Video. Ich bedanke mich und sage tschüss und auf Wiedersehen.